Moin Blind Life Family, was geht ab? Das hier ist ein Google Pixel 6a Vlog-Test und es geht nach Berlin und ich gebe euch heute 10 Reisetipps, wie man blind, sehbeeinträchtigt und auch wenn du sehen kannst, reisen kann mit weniger Problemen. Wisst ihr, was ich meine? Stress und so. Intro ab, let's go! Tipp Nummer 1, die Reise gut planen. Das heißt, von wo bis wohin geht es? Also klar, weißt du in der Regel, aber was gibt es da für Komplikationen? Was ist da relativ einfach? Brauchst du Assistenz, dies, das? Also wirklich die Reise gut planen, wissen, wo das Hotel ist. Das mache ich nämlich jedes Mal, weil das macht das Leben schon mal ein bisschen einfacher. Ob ich das Hotel dann finde, ja, das steht auf einem anderen Stern. Direkt Tipp Nummer 2, frühzeitige Anreise. Also wenn du an dem jeweiligen Bahnhof bist oder wie auch immer, Flughafen oder so, immer frühzeitig anreisen. Ich mache das immer so, dass ich immer eine halbe Stunde Zeit habe, weil man weiß ja nie, Gleisänderung, dies, das und so, immer kompliziert. Ihr wisst. Tipp Nummer 3, unkomplizierter Bahnhof. Ich nehme nämlich immer den Bahnhof Dammtor hier, wenn es natürlich möglich ist. Guck mal hier, schlechte Leitstreifen. Also gut fühlbar, aber Kontrast ist schlecht. Dann in dem Bahnhof Dammtor ist es so, es gibt hier nur Gleis 3 und 4. Das heißt, wenn hier ein Bahnwechsel ist oder was auch immer, kann das ja nur 3 und 4 sein. Also ist schon relativ cool. Ich mag das. Und da kommt schon der erste zu. Hä? Der war ja kurz. Ja, okay, was hier genau drauf steht, sehe ich nicht wirklich. Aber ich sehe Gleis Abschnitt A und Gleis 4. Immerhin etwas. Ich muss zu B, glaube ich. Gleis 4 Abschnitt B gefunden. Hier ist es relativ gut sichtbar. Na naja, gut, du musst natürlich was dafür sehen können, ne? Ist ja logisch. Was wir hier nicht außer Acht lassen dürfen, ist, dass wenn du vollkommen blind bist, ja, dann hast du keine Ahnung, wo Abschnitt A, B, C oder D oder E oder F ist. Was schade ist, weil das könnte man auch lösen anhand von Markierungen. Aber naja. Das ist nicht mein Zug, aber es ist ein ICE. Damit fahren wir auch nach Berlin. Und somit kommen wir zu Tipp Nummer 4. Sieht man mich überhaupt? Keine Ahnung. Menschen fragen. Also wenn du merkst, hey, du findest den Abschnitt nicht, du findest die Bahn nicht, Gleisänderung, was auch immer, versuch nicht so schüchtern zu sein. Ich weiß, es gibt introvertierte Menschen, aber da hast du keine Wahl. Da musst du halt Leute anquatschen. Halte ich die Kamera richtig? Ist die Qualität überhaupt gut? Und da kommt mein ICE. So, jetzt können wir nach Berlin. Achso, Sitzplatz finden. Ja. So, hier bei den Anzeigetafeln kann ich oben zumindest sehen, dass das Wagen 5 ist. Sitzplatz finden wird kompliziert. So, bei diesem Zugmodell relativ praktisch sind die neueren Züge. Ich zoome mal ein bisschen näher ran. Hier ist zum Beispiel Platz 61. Kann man hier haptisch fühlen und sogar in Brailleschrift. Nice. Und jetzt geht's 2 Stunden nach Berlin. 2 Stunden? Alter, schon. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich bin müde. In Berlin habt ihr darauf angekommen. Tipp Nummer 5. Benutzt immer diese Leitstreifen. Die bringen euch meistens irgendwo hin. Zumindest geben euch die Leitstreifen immer Orientierung und führen euch immer zu irgendeinem Gleis, zu irgendeinem Ausgang oder was auch immer. So, ich hab's eigentlich. Ich muss mich echt beeilen. In Berlin. Ich bin bei TikTok, das letzte Mal beim TikTok Creator Council und da drehen wir jetzt noch ein paar Videos mit anderen Creatern und ich bin schon fast zu spät, also wir sehen uns nachher. Und jetzt bin ich im Hotel angekommen und ich will euch das Hotel natürlich zeigen, hier mein TikTok-Rucksack, also kommt mal eine Runde mit. Zum Thema Hotel gibt es auf jeden Fall auch noch Tipps, aber pass auf, hier so ein Glasding, mega fettes Bett hinter mir, einfach mega krass. Ein Fernseher, den habe ich mal versucht in einem anderen Hotel rauszureihen. Ein anderes Thema, indirekte Beleuchtung. Was haben wir denn hier noch? Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Ein Doppelbett. Tisch, Sitzmöglichkeit. Also einfach nur fein. Also ich meine, das Hotelzimmer kostet ja auch einiges. Und dann haben wir hier eine Glastür. Immer sehr schlau. Und wenn wir jetzt hier rückwärts reingehen, können wir auch hier reingehen. Oh, ja, hier ist auch eine Glastür. Guck mal, Leute, das ist doch der Wahnsinn. Glastür, Dusche. Und ich zeige euch mal was richtig Lustiges, ja? Pass mal auf. Das da ist ein Fenster. Okay. Warte. Kriege ich das hin? Ich kriege das hin. Warte ganz kurz. So, ich hoffe, die Kamera bleibt da. Du kannst jetzt hier rein und dann von hier in einer raussprechen. So, was? Also, da bist du auf Klo und dann, weißt du, kann man einfach hier durchgucken oder du duscht und so. Also immer diese fancy Hotels, ich sag's dir, aber ach, ja. Tipp Nummer 6, im Hotel sagen, dass du blind bist. Also wenn du deinen Blindenstock zum Beispiel nicht benutzt, weil du eine Sehbeeinträchtigung hast, dann sag, dass du sehbeeinträchtigt bist. Wenn du schon blind bist oder gesetzlich blind bist und auch keinen Stock benutzt, tu es einfach.
Außer du brauchst es natürlich nicht. Ne? Das obliegt jedem selbst. Aber prinzipiell, wenn ich reingehe, ich habe eh einen Stock mittlerweile immer dabei. Und wenn nicht, sage ich halt, ich kann schlecht sehen. Können Sie mir dabei behilflich sein? Können Sie mir den Fahrstuhl zeigen, wenn du dich in dem jeweiligen Stockwerk auskennst? Oder können Sie mich vielleicht zum Hotelzimmer bringen? Machen die in der Regel. Heute wollte ich das nicht mal, aber die haben direkt gesagt, ja, wir bringen Sie auch direkt hin. Also das ist mega cool. Also offen sein, trau dich, wenn du was nicht schaffst oder glaubst, das wird schwierig. Frag einfach nach. Und Tipp Nummer 7, Orientierung im Hotelzimmer. Das heißt, das, was ich euch gerade gezeigt habe, dieses Rumlaufen, dieses Gucken, wo ist was, macht das, geht rein, macht das selber. Oh mein Gott, die Glastür ist auf. Alter, wer war das denn? Macht das selber oder wenn ihr euch da unsicher seid, dann geht auch mit der Person kurz rum, lasst euch kurz alles zeigen. Denn wichtig, sowas wie das Ding hier, ne? Wenn du das rausziehst, dann geht hier gleich der Strom aus. Warten wir mal ganz kurz, du könntest. Ja, ihr seht schon, heißt, solche Dinge müsst ihr wissen. Hier ist so eine Karte, hier kommt der Strom rein, oder die Karte, mit der ihr das Zimmer aufschließt. Und sowas ist ja auch mal ganz wichtig zu wissen. Und Tipp Nummer 8, Koffer nicht auspacken. Warum nicht? Wenn du nur für einen Tag oder so bleibt, bringt es nichts, lohnt es sich nicht, den Koffer auszupacken. Hier zum Beispiel ist der Schrank, den kann man auch. Wow, der ist sogar beleuchtet. Huhu, mit Safe. Okay, Koffer auspacken. Koffer auspacken. Packt alles aus. Nein, Spaß. Alter, der ist ja richtig krass beleuchtet. Alter Schwede, sowas hätte ich auch gehabt. Aber in der Regel ist es so, wenn du deinen Koffer auspackst und hier alles Mögliche voll machst, oder hier und hier, dann packst du noch was in das Safe rein. Ist das Safe barrierefrei? Muss ich mal austesten. Dann verlierst du irgendwann die Orientierung. Eventuell, geht natürlich nicht für jeden. Und dann vergisst du auch eher mal was. Es ist auch so, wenn du deine Sachen hier liegen lässt auf dem Tisch. Und dann gehen wir weiter. Hier ist noch ein Tisch. Und wenn du deine Sachen hier auf diesem Nachttisch und auf dem Nachttisch da hinten liegen lässt. Also von daher, hab da eine gute Struktur. Und oh, das sieht so hammer aus. Neuer Morgen, neues Glück. Ich habe gut geschlafen. Mein Zimmer ist schon durcheinander, wie immer. Jetzt ist es so, beim Frühstück, Tipp Nummer 9. Beim Frühstück ist das so, frag einfach nach. Das ist meistens ein offenes Buffet. Du kriegst es ja nicht geliefert unbedingt an deinen Tisch. Das heißt, geh hin, frag das Personal, sag, dass du blind bist oder Unterstützung benötigst. Und dann helfen die dir eigentlich. Und zu guter Letzt Tipp Nummer 10, und damit möchte ich das Video auch beenden. Genießt einfach die tolle Aussicht. Okay, es war ein kleiner Wortwitz, aber wirklich, genießt einfach die Aussicht, genießt das, wo ihr seid, ne? Anderes Land, andere Stadt, andere Kultur und so. Und das macht ja eigentlich mega, mega viel Spaß. Es riecht anders. Wo ist hier mein Bett? Da. Wow, fast runtergefallen. Und von daher, genießt es einfach. Und wenn andere Leute euch sagen, ey, du bist doch blind, wie willst du einen Urlaub machen und dies und jenes genießen, hört einfach nicht auf die. Wie viele Sinne hat der Mensch? 5. Und mit diesem Sinn, ich habe noch 5 Minuten, um meine Bahn zu kriegen. Ich muss los. Bis zum nächsten Video.